Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, verehrte Gäste, wer kennt das nicht? Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn der Boden unter den Füßen bebt, vergisst sie, dass sie taub ist. Mit diesen Zeilen landete der Musiker Herbert Grönemeyer in den 80er Jahren nicht nur einen Hit in den deutschen Charts. Gehörlose, die Konzerte lieben, Blinde, die gerne ins Kino gehen, Rollstuhlfahrer, die regelmäßig Festivals besuchen. Das sollte bei uns in Deutschland zum Alltagsbild gehören, denn hier leben mehr als 10 Millionen Menschen mit einer anerkannten Behinderung. Die Preisträger, die ich Ihnen nun gern vorstelle, möchten genau dafür sorgen. Sie kümmern sich um Barrierefreiheit im Alltag, vor allem bei Kulturveranstaltungen wie Konzerten, Festivals, Theater oder auch Filmvorführungen, um Menschen mit Handicap bundesweit die Teilnahme zu ermöglichen. Der Gründer und einige Mitarbeiter der Initiative haben selbst eine Behinderung. Sie wissen also, wovon sie sprechen. Wenn sie Kommunen, Veranstalter und Privatpersonen unbürokratisch zum Thema Inklusion beraten und schulen. Daneben hat die Initiative ein großes Netzwerk ehrenamtlicher Begleitpersonen und Assistenten aufgebaut, die Menschen auf Wunsch zu Kulturveranstaltungen begleiten, die sie ohne ihre Hilfe nicht besuchen können oder auch nicht möchten. Ganz gleich, ob es sich dabei um ein Heavy Metal in Wacken oder um ein Konzert in Berlin handelt. Ohne Berührungsängste geht es bei der gemeinsamen Unternehmung um das freundschaftliche Miteinander in der Gesellschaft. Nur wer laut ist, wird auch gehört, ist genau das Motto der Preisträger, die sich bereits seit 7 Jahren mit Leidenschaft und Herz ehrenamtlich für die Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzen und dabei Barrieren in den Köpfen abbauen. Im Vordergrund ihrer Arbeit steht nicht Mitleid, sondern Spaß an einer Welt, an der alle gleichberechtigt teilnehmen können. Ich freue mich sehr, das Projekt Inklusion muss laut sein, durch die Verleihung des Star Social Bundespreises zu unterstützen und bitte die Vertreter dieser Initiative zu mir nach vorn zu kommen. Muss ich mal einschreiten. Wenn wir so ein Foto haben, dann brauchen wir auch unser Banner im Hintergrund. Sie kommen jetzt mal hier hin. So, ja. Gut so, Thomas? Sehr gut, okay. Ich war gar nicht da.